Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Spiritfarer. Wir haben in der letzten Folge einen neuen Begleiter an Bord geholt, der vermutlich im Gästehaus schläft. Ich guck gerade mal. Ja, da ist er. Gustav heißt er und scheint Künstler zu sein. Leider mussten wir uns auch in derselben Folge von einem unserer Begleiter verabschieden. Summer war bereit, weiterzuziehen. Und wir haben sie auch ziehen lassen. Und die Reise muss auch weitergehen. Wir haben noch einiges zu erkunden. Wir hatten es nämlich auch in das Eisgebiet geschafft. Oh, es ist morgen. Ich muss die Glocke läuten. Guten Morgen, guten Morgen, Sonnenschein. Nicht ganz, es ist noch etwas dunkel. Einmal zur Busstation. Dann wäre noch zu überlegen, wie sieht es denn mit unseren Finanzen aus? Wollstoff fehlt, aber das Geld haben wir. Hier fehlt das Geld. Hier fehlen die Ressourcen. Wir könnten das hier machen. Für schnelleres Reisen. Wollstoff. Naja, die Schafe waren doch eh, glaube ich, bereit, oder? So, wir lassen das Kochen jetzt erstmal. Wir haben ja genügend vorrätig. Also wir könnten jetzt auch zu Albert fahren. Auch wenn schneller Reisen eigentlich nicht das Problem ist. Wir haben ja die Busstation. Allein damit kann man ja schon schneller reisen. Aber ich glaube, wenn wir das jetzt mit Albert machen, dann würde ich nicht die Schnellreise nehmen. Dann können wir auch ein bisschen noch die dunklen Sterne auf der Karte aufdecken. Was? Gustav möchte was? Ja, wir reisen hier einmal durch die Gewitterwolke, sammeln wieder ein paar Blitze. Guten Morgen, Onkel Arthur. Wie geht's dir denn so? Oh, du möchtest geknuddelt werden. Da bin ich doch dabei. So, was ist los? Was? Wieso blendet ihr ab? Oh Gott, Stella ist schon gelangweilt. Oh Gott, jetzt habe ich versehentlich auf Ja gedrückt. Es tut mir leid. Okay, ich mache das kurz schnell fertig hier. Nein, nein, alles gut. Ja, für die Galerie haben wir jetzt einen Bauplan. Was, wieso bist du traurig? Wegen dem Gewitter? Aber davor, die macht schon.
Das ist jetzt so weit weg. Nein! Warte doch, Blitz. Wenn es auf verschiedenen Ebenen ist, ist es echt nicht einfach. Halt! Ich stand doch daneben. Vermutlich war das das Problem. Ich stand daneben. Okay, das war jetzt nicht so erfolgreich. Aber wir haben trotzdem ein paar Blitze einfangen können. Wie sieht es hier eigentlich aus? Haben wir da alles? Fällt mir gerade mal so ein. Welche Mission war denn das nochmal? Seidenfäden und... Ach nee, wir haben noch keinen Klebstoff. Keine Ahnung, wie man an Klebstoff kommt. Die sind noch in Ordnung. Halt. Ah. Na gut, dann gießen wir sie doch. Ich wollte gerade sagen, die sind noch in Ordnung. Oh, wir haben es nicht mehr ganz zu Albert geschafft. Dann müssen wir auf den nächsten Tag warten. Ihr seid schon wieder am Verhungern. Es tut mir leid, ich vernachlässige euch ein bisschen. Wieso denn O? Was stimmt denn nicht? Ah, er schläft. Dann träumt er vermutlich. Oh Gott, Baumwolle hat aber ein kleines Brettchen. Das habe ich einmal so gar nicht getroffen. Okay, das haben wir jetzt alles auf 10 Stück reduziert. Dann müssen wir jetzt noch die Baumwolle... Oha, Baumwollfäden hatten wir fast gar keine mehr. Dann machen wir die auf 5. Wie war es denn generell um den Stoff bestellt? Könnten wir mal wieder herstellen. Baumwolle. Haben wir 8 Stück. Und Wolle könnten wir auch mal wieder herstellen. Also Leinen und Wolle. Thank you.
So, da haben wir jetzt hier auch ein bisschen vorproduziert. Hier brauchen wir, glaube ich, oder? Müssen wir irgendwas schmelzen? Aluminium haben wir gar nicht mehr. Wann ist das denn passiert? Auch nachproduziert. Eisen könnten wir noch einmal schmelzen. Nutzen wir die Nacht mal, um alle Ressourcen wieder etwas aufzustocken. Dann haben wir tagsüber nicht den Stress, weil da müssen wir uns tatsächlich immer noch um so viele andere Sachen kümmern. Aber wenn das Schiff hier tatsächlich mal ruhig ist, also ruhig im Sinne von nicht fährt, dann kann man hier ganz entspannt sich um die Produktionsstätten kümmern. Solche Momente sind dann immer etwas entspannter. So, wie sieht's denn brettertechnisch aus? Wo waren die denn? Da. Ahornbretter haben wir. Eichenbretter haben wir auch. Also da brauchen wir erstmal nichts tun. Die Pflanzen sind versorgt. Die Bäumchen wachsen. Dann können wir vielleicht auch noch ganz kurz schlafen gehen. Ja, so viel zum Schlafen gehen. Dann gehen wir halt nicht schlafen, dann fischen wir ein bisschen. Aufstehen, aufstehen, munter werden. Guten Morgen, guten Morgen. Ein neuer Tag ist... Oh, Gustav, du bist ja schon wach. Und du hast Hunger. Jetzt können wir rausfinden, was du möchtest. Wie wär's denn erstmal mit einer Tasse Tee? Okay, Tee ist nicht unbedingt nahrhaft, aber eine Umarmung ist gesund. Er kann anscheinend noch nicht so richtig damit umgehen. Ich dachte, als Künstler steht er bestimmt auf Tee. Halt! Da liegt noch ein Apfel. Guten Morgen, Onkel Arthur. Du hast schon wieder Hunger, wie ich sehe. Dann, wie wär's mit Fischcurry? Davon haben wir jede Menge. Und morgendliche Umarmung? Ist das... Nee, schade. Alice? Ich würde ihr gerne mal gehobenes Essen anbieten.
Aber sie mag ja nur altmodisch. Ich gebe ihr mal gehobenes Essen. Oh, du bist eine Liebe. Aber wann machst du das? Ich sehe dich nie draußen. Claudine! Vielen Dank für das Obst. Aber komm auch mal ein bisschen raus aus der Hütte. Morgen, Alfred. Na, ah, der Klassiker. Ah, ganz knapp. Ach so. Dafür war das da. Die Galionsfigur, die Gustav erwähnt hat. Die macht uns 20% schneller. Marmor und schon wieder Feuerglut. Keine Ahnung, wo wir Feuerglut herkriegen. So, dann würde ich jetzt wieder in die Eisgebiete wollen. Hier unten können wir ja noch nicht lang. Hier können wir auch noch nicht lang. Und hier ist Eisgebiet. Das alles würde ich gerne noch erkunden. Was haben wir denn da? Glühwürmchen. Feuerglut! Da ist die Feuerglut! Okay, okay, okay. Bus. So kriegen wir also die Feuerglut. Den Glühwürmchen. So, wie sieht's bei euch aus? Habt ihr wieder Hunger? Nein, euch geht's gut. Sehr gut. Dann bin ich auch zufrieden. Guten Tag, mein Freund. Wir möchten einmal in die Eisregion zu den Feuerglühwürmchen. Dann finden wir mal raus, wie man an diese Feuerglut kommt bei den Glühwürmchen. Hoffentlich ist es nicht wieder was auf Zeit. Waren die eigentlich schon vorher auf der Karte oder sind die jetzt da, weil wir Gustav an Bord haben? Ach, da fällt mir ein, Gustav hat uns doch einen Bauplan gegeben. Ganz vergessen. Baumwoll und Marmor. Haben wir beides nicht? Dann können wir das aktuell noch nicht machen. Für die Windmühle fehlt uns auch noch Marmor. Ich wollte gerade sagen, hallo? Kommst du aus dem roten Modus noch raus? Okay, das war merkwürdig. Vielleicht war das auch die Eigenart von dem Fisch. Aha. Musik? Aha. 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 Musik? Er spielt Violine! Was? Ich höre aber keine Musik. Ah, bleib doch nicht immer an den Leitern hängen. Oh Gott, das ist ja... Hilfe!
Das ist ja wie mit den Quallen. So viele! Das sind so viele! Hilfe! Oh mein Gott! Hilfe! Sind das viele? Wie cool ist das denn? Wie cool! Oh Gott! Ich will nicht ins Wasser. So viele. Aber ich höre keine Musik immer noch. Also halt die Standardmusik, ne? Nein. Komm her, du bist mein Feuerglühwürmchen. Puh. Das war anspruchsvoll. Aber cool. Das war richtig cool. 1000 kleine Glühwürmchen. Okay, Arthur, hast du das gesehen? Ja, es hat richtig viel Spaß gemacht. Okay, dann sammeln wir wieder ein paar Trümmer ein. Hier kriegt man nämlich ja anderes Saatgut. Wow, Hilfe. Okay, jetzt habe ich Feuerglutsamen. Kann ich die dann jetzt hier anbauen? Nee, kann ich nicht. Ach, vielleicht sind die für den anderen Garten. Weil wir haben ja jetzt nur Feuerglutsamen. Wir haben nicht die Feuerglut, die wir eigentlich brauchen. Das will ich jetzt noch schnell rausfinden. Das können wir jetzt noch kurz machen. Da sind sie. Feuerglut. Das hält schon wieder so lange an, das Rot. Was ist das? Ein Hummer! Mensch, was macht denn der hier? Und wieder in das eisige Wasser, oh mein Gott! Metallseil? So, auf zum nächsten Trümmerfeld. Allerdings werden wir das erst in der nächsten Folge durchsuchen. Die Zeit ist nämlich schon wieder um. Also das mit dem Feuerglühwürmchen, das fand ich richtig cool. Das hat echt viel Spaß gemacht. Die werde ich auf jeden Fall nochmal öfter machen. Vor allem, weil wir auch Saatgut von ihm kriegen und das müssen wir dann noch anbauen. Ah, hier sieht man auch mal unsere Galionsfigur. Da ist eine Schlange. Ist das Summer? Und die Flügel sind vermutlich von Gustav. Aber Gwen sehe ich hier nicht. Hm. Aber nicht schlecht. Nicht unbedingt hässlich. Finde ich okay. Aber gut. Ja. Ich wollte die Folge beenden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao.